Hans, wir haben hier auf dem Finanzplatz Schweiz schon recht etwas Neues. Wir haben hier die PostFinance, oder? Das ist eine Macht im Zahlungsverkehr. Nummer ein Herzchen, ja, noch ein bisschen vielleicht auch im Online-Börsenzeug, im grossen Computer Kleiner, und so. Sehr bekannt. Ja. Überall die Postomaten, oder? Vor allem eine Poststelle kannst du etwas machen. Eigentlich einfach, oder? Zahlungsverkehr. Ja. Das ist. Okay, jetzt soll etwas Neues kommen. Was soll neu kommen bei der PostFinance? Was wollen die jetzt? Ja, also neu ist schon ein Zeitchen, oder? Also PostFinance ist eine Bank, ist neu beaufsichtigt von der FINMA, muss die Vorschriften vom Bankgesetz einhalten, muss sogar die Vorschriften, die schärferen Vorschriften vom Too Big to Fail, einer von, das ist Nummer 4 in der Schweiz, einhalten. Aber ist ja, ich habe mal gesagt, eine kastrierte Bank. Und das ist irgendwie... Wieso ist sie das? Ja, weil sie kann... Kundengeld reinnehmen, sie hat eine Bilanzsumme von etwa 120, 130 Milliarden Franken, also gross, aber sie darf keinen Kredit geben, natürlich. Eine halbe Bank. Wenn du die Bilanz anschaust, auf der einen Seite alles, auf der anderen Seite nichts. Dann muss hat sie Wertpapier angelegt, die Hälfte davon sind im Ausland. Also, und dort sinken Zinsen und so, da wird es schwierig, plus dann vieles Geld auf der höheren Kante, das du am Ende noch musst bei der Nationalbank deponieren musst. Musst du noch negativ Zinsen sagen. Weißt du, wie du also, das soll sich ändern. Der Bundesrat macht einen Vorschlag, sagt, okay, PostFinance eine ganze Bank, richtig. Ja. Und dafür aber auch Kapital den Privaten abgeben, Teilprivatisierung, ja. Wer weiß, ob das so noch verhindern. Okay. Wie die Swisscom. Ah, genau. Fangen wir mal an damit. Vielleicht geht es noch weiter. Okay. Jetzt, Riesenwiderstand. Von links bis rechts aus unterschiedlichen Gründen. Was ist da los? Warum die geballt? Also ich bin überrascht gewesen jetzt, wo die harte Kritik kommt, unisono, machen wir nicht. Was ist da los? Also als erstes muss ich mal sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass der Bundesrat endlich meine Empfehlungen, die ich schon ein paar Mal auch da gebracht haben, im Blick und überall. Da sieht man ja deine direkte Achse in das Finanz- oder in das Bern, oder? Es ist ja nicht das Finanzdepartement, es gehört ja zum Verkehrsdepartement. Aber also sogar zu den Doris, unglaublich. Also, das bist du, jetzt. Ja. Das Zweite, warum der Widerstand? Ja, das ist klar. Ich meine, mit der PostFinanz kommt eine technisch sehr leistungsfähige eben Zahlungsverkehr, hat eine zentrale Logistik, einer der ganz grossen in der Schweiz, und auf dem Markt wird sicher zuerst ins Hypothekargeschäft gehen. Das ist einfacher als Kommerzkredit. Kommerzkredit. Das ist schwierig, oder? Und eigentlich haben wir ja nicht so wenige Anbieter an Hypotheken und die Hypothekenzinsen sind im Keller. Also da sind natürlich alle dagegen. Ich denke, am meisten dagegen sind Kantonalbanken. Also Konkurrenzkampf bei dem hochlukrativen Schweizer Inlandgeschäft Hypotheken. Ja, es ist nicht hochlukrativ. Ja, doch, das ist natürlich. Sie sind ja all dort, verdienen trotz Minuszinsen immer noch Granaten. Nein, eine Granate. Ja, komm jetzt, Migrobank, 200 Millionen Gewinn im Jahr. Hey, komm mal, Migrobank, ja, 200 Millionen. Ja, das ist eine gute Bank. Ja, natürlich ist es gut. Ich sage nicht, sie sind schlecht. Aber und fast nur Hypotheken. Was sonst macht Migrobank? Die haben also auch nicht viele Firmenkredite draussen. Also, ich sage einfach, das ist das Geschäft vom Schweizer Retail-Institut. Ja. Also, und jetzt will die PostFinance auch einen Teil von dem Kuchen. Okay, haben wir besprochen. Kantonalbanken. Ja. Was haben die für ein Problem, wenn die PostFinance plötzlich auch Hypotheken vergibt? Also, wir haben 24 Kantonalbanken. Zwei Kantone haben ja keine Kantonalbank. Also, Solothurn und Appenzell-Ausserrhoden haben die verloren. Und denen beiden Kantonen geht es sehr gut. Also, ein Kanton braucht keine eigene Bank, mit dem wir mal abräumen. Aber alle Parlamentarier und die Leute in den Kantonen raus, die lieben halt ihre Kantonalbank und wollen da irgendwie dabei sein. Und alle Nationalräte, die Ständeräte sowieso, werden ja in den Kantonen gewählt. Also werden sich die schon überlegen, wie es bei ihren Wählern aussehen, wenn sie jetzt sagen, oh komm, das ist schon gleich, oder? Also Musterdemokratie Schweiz mit ihrem hervorragenden Föderalismus macht sich da eigentlich zum Exempel schon fast, indem man sieht, all die Delegierten in der Politik aus den Kantonen, wo sie herkommen, sind jetzt notgedrungen dagegen. Sind dagegen, dass eine PostFinance noch grösser kann werden, sich kann ausbreiten im Hypomarkt wegen eigenen Institut, wegen der eigenen Kantonalbank. Vor allem, die haben Angst um die eigenen Institute, oder? Also Kantonalbanken, denke ich schon, die haben das Kerngeschäft Hypotheken, eine andere Sache, vor allem die grossen, aber sie haben 24 verschiedene Logistikplattformen. Wir haben mal ein Gutachten dürfen machen für den Kantonalbankverband, das ist etwa 15 Jahre her, und dort haben sie gesagt, was sie machen sollten. Ist klar,
die 24 sollten eine gemeinsame Logistik, gewisse Sachen gemeinsam machen. Weil die machen nichts. Du bist sogar mal weitergegangen, du hast gesagt, sie sollen auf 3 runtergehen, fusionieren, zusammenschliessen, noch 3 Kantonalbanken. Ja, das ist ein extrem, sie muss manchmal ein bisschen provozieren, aber sie haben nichts gemacht. Also, ausser das K, das Schöne, das ist ein gutes, gutes Symbol. Genau. Aber sonst haben sie nichts gemacht. Dann haben sie das Swisskonto gehabt, ist bei der ZKB gelandet. Also, die Kantonalbanken, das Lamento von denen, das ist offenbar sehr stark mit dem goldenen Kalb-Hypothek verbunden. Was sollte denn jetzt die Kantonalbank machen, wenn jetzt halt die Postfinanz kommt? Was wäre eigentlich die richtige Reaktion? Was ist angesagt dort? Also Postfinanz ist wahrscheinlich im Marketing von Hypotheken und von Kredit nicht besonders gut geeignet. Also müssen sie mal zuerst schauen, dass sie ihre Leute behalten können, ihre guten Leute. Dann Postfinanz wird dann vor allem den Kantonalbanken Leute attraktive Stellen anbieten, mit Netzwerk und so. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was wir machen, sie müssen ihr eigenes Geschäftsmodell mal in Ordnung bringen. Sie müssen halt das, was wir vor 15 Jahren und die Uni St. Gallen vor 20 Jahren schon mal in Polen haben, müssen sie halt vielleicht noch mal führen und machen. Also für mich ist klar, Kantonalbanken sind die, die jetzt gefordert sind. Und sie werden alles tun, um verhindern, dass ein Bundesrat seine Vorschläge durch das Parlament durchkommt.